Hi, es ist Sonntag und ich bin hier und ihr schaut mir zu und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Es war heute eine heiße Woche. Ich bin hier, verdorre vor mich hin, denke darüber nach, was ich in meinem Leben anfangen soll und streame. Das ist so der Plan in meinem Leben und nun bin ich hier. Rede weiter über Kram, die keinen Sinn machen und überlege gerade, wo ich bei Fairy Friends AF währenddessen stehen geblieben bin, aber ich erinnere mich noch letztes Mal daran, dass dieser eine Fight nervig war und ich dafür alleine eine Stunde gebraucht habe und deswegen nicht wirklich viel erreicht haben, aber irgendwas haben wir erreicht. Und der Plan war vielleicht auch heute mal diese eine dämliche Sidequest fertig zu machen, damit wir mehr Sidequests haben. Die Sidequests für Sidequests, um Sidequests zu kriegen. Ja. Ansonsten habe ich nichts, wovon ich jetzt noch ansprechen wollte, was vorher von wegen hier so, wo wollte ich damit jetzt hin? Weiß nicht. Ich habe die E3 auf jeden Fall gestern geschaut und die E3 war lustig mit EA. Mit Sellout EA und FIFA-Sportspiele und oh ja, die Freude war groß. Und dann die Indie-Titel. Die Indie-Titel waren cool. So, das wollte ich vorher nochmal gesagt haben und dann würde ich schon sagen, springen wir direkt rein, bevor ich weiter irgendeinen Kram erzähle, den niemanden interessiert. Außer mich vielleicht. Und Chris. Vielleicht ja auch einer von euch, aber ich glaube eher weniger. Nun denn, uff, dann haben wir das geschafft. Genau. Ach stimmt, I remember things, dass wir erstmal noch nicht mal genug Geld hatten dafür. Und nun denken wir zurück und ich meine. Diese Scheißquest. Ein Blizzard Spirit Stone. Dafür brauche ich noch Ice Gems, die ich erstmal hier kriegen muss. Und die droppen nur, wenn als Triage. Und nach denen suche ich jetzt spezifisch. Uff, es ist aber hier. Uff, das war das Falsche. Perfekt. Ich bin ein Naturtalent. Nicht. Und jedes Mal muss ich dafür re-entern, ne? Das ist meh. Oder ist es die falsche Eishöhle und das gibt es in den anderen. Nee, es muss die ja sein. Macht ja keinen Sinn. Die andere ist ja viel zu spät dafür, dass es eine C-Rang-Mission ist. Oder D-Rang-Mission sogar noch. Ah. Und ich habe auch noch niemanden, das Escapen dabei gebracht. Was an sich auch ganz geil gewesen wäre hierfür. Yeah! Ich weiß aber nicht, ob das einmal reicht. Moment. Ich guck mal währenddessen bei den. Uff. Uff. Irgendeiner konnte doch. Backtrack war da, genau. Uff. Was sind das denn für dämliche Requirements? Und du hast es erst gar nicht. Du auch nicht. Du vielleicht? Nein. Warum? Ah. Es ist doch alles dämlich. Vielleicht sollte ich hier mal bei ihr die
Das ist auf jeden Fall gut zu haben. Die werde ich wahrscheinlich später irgendwann nur sowieso als Diefhaber benutzen. Erstmal schön das hochwaffen, da sie ja echt viel Damage macht, so. Aber das heißt, normal zurücklaufen. Hey Ragno. Ich spiele momentan Walking Simulator, da ich gerade Ressourcen farme, um diese eine Quest mal abgeben zu können, damit wir mehr Quests haben. Und du glaubst nicht, wie viele man darf. Ich meine, ich hatte jetzt nach zwei Attempts direkt einen, nur ich weiß nicht gerade, wo ich den letzten Stone herkrieg. Erstmal gucken, ob synthetisieren. Stimmt. Hier. Ein Gale Stone. Oben bei den Windgedöns. Das wäre auch ganz gut. Nur wo gibt's Spring's Feather? Das ist eine Idee, auf jeden Fall noch danach zu suchen. Also falls einer Lust hat, kurz das nachzugehen, wo man Spring's Feather kriegt, tut euch keinen Zwang an. Yeah! Galestone sollte entweder ne, hier nicht. Da auch nicht. Hier sollte ein Galestone sein. Uff. Uff. Ah. Das. Oh, lol. Oh, wait, ich hab gefailt. Ich wollte doch bei ihr sowieso. Ah. Oh. Ich wollte doch bei ihr warten, bis ich Dingsens voll hab. Das habe ich mir jetzt selber versaut. Ah. Das war dämlich. Ich sollte entweder aufhören, so viele Beefer abzuspielen, oder mir einen Arcade-Stick oder einen neuen Controller holen. Darunter leidet mein Controller schon so echt ein bisschen. Also slightly. Lasst uns auf eine Reise gehen. Oh, der Hintergrund. Wunderschön. Ah. Oh, es ist sogar hier. Nein, du bist ein... Ich glaube, das ist sogar das Richtige, was man braucht. Kram und Notifications, die ich nicht kriege, da... Ich habe nur noch ein Bildschirm. Ma. Uff. Danke für den Host, Lovelock. Die Frage ist: Soll ich hier weiter oder gehe ich zurück und gucke? Ja, ich gehe einfach zurück. Mal sehen, was. Vielleicht muss ich ja den Gale Stone vorher auch erstmal aus zwei Stones zusammen craften. Ich weiß es gerade gar nicht.
Dich bekämpfe ich mal, denn du könntest die Springfeather haben, die ich haben will. I'm not sure so. Brennt mal für mich. Oh. Aber ich glaube eher nicht, dass sie das haben. Denn fühlt sich nicht so an. Oder vielleicht auch doch. Na, die haben mir noch nicht mal was gedroppt. Vielleicht war ich aber auch einfach nur unlucky, wer weiß. Vielleicht droppt irgendwo in Tower die Spring Feather. Vielleicht droppst du die Spring Feather. Nee, kann nicht sein. Es sind Thunderbirds. Nein, es ist Piece of Flying Stone und ich glaube, ich brauche die beiden, um einen Gale Stone zu machen. Bitte sag mir ja. Uff. 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 Es waren wirklich die beiden, die da haben will, ne? Ah. Ma. Oh, wer dann? Erstmal farmen. Vielleicht, ja, wo? Wir haben ganz. Wo ist denn der, der Gegner verändert? Das wäre erstmal eine gute Idee. Erhöhte Droprate, wenn ich Gegner töte. Wäre aber schon Defense. Mal sehen, was ich jetzt hier antreffe. Hallo, Chris. Ihr seid noch nicht anders. Ich gehe gerade auf spannende Farmsuche. Ich hätte es viel öfters benutzen sollen. Ah. Da, ah. Ich befürchte, ihr seid nur... Nein, es ist das Falsche. Ihr hättet mich auch ignorieren können, ne? Hättet. Tschüss. Warum kam mir gerade das Combat zu viel schneller vor? Irgendwie hat er schnell zugeschlagen als sonst so. Keine Ahnung. No, you're alive. Ich suche Windstones, die man nur finden kann über, Halt, stopp, habe ich das Item, womit ich, das kaufe ich mir einfach, dann geht's schneller. Ist es überhaupt hier drunter? Moment, halt, stopp. Ihr seid nur Heilgegenstände, ne? Kann ich das hier überhaupt kaufen? Ich habe nämlich die Befürchtung, es ist ein Nein. Ha. Dann nicht. Und man findet die halt nur über dieses mit dem Dowsing. Also wenn ich da so spezifisch nachsuche.
No way. Und ich habe halt vorhin einen Windstorm bekommen. Nur. Und ich weiß auch nicht, ob bestimmte Gegner den droppen. Das ist auch das Dämliche. Und ich brauche davon 5, damit ich die eine Sidequest abschließen kann, um mehr Sidequests kriegen zu können. Das ist dann so die Sidequestception. In gewisser Weise. Oh. Oh. Wow. Es sind nur Herbs. Und ich laufe weiter. Und dann suche ich auch noch Spring Feather, denn damit kann ich höher springen. Womit ich in manchen Dungeons auch höher komme. Ansonsten, wenn es nicht wirklich läuft, dann... gebe ich auch einfach auf oder so. Ja, machen wir das so. Und dann kommt sie mit dem an. Yeah. Oh. Dann war sogar beinahe auch tot. Aber nur beinahe. Ist schon disappointing. Und die droppt mir nur Pieces of Flying Stone, was aber was anderes ist. Du bist Iron Ore und ein Windstone. Also jetzt fehlen mir nur noch 3. Ist halt schon sad, dass man die nur so finden kann. Oder steht das spezifisch in der Library bei? Na, da gibt's nur Enemy Info. Weg. Da steht bei, was sie droppen. War schon einmal durch. Ach so, der geht. So, die haben nichts in die. Wahrscheinlich eher die, ne? Ich muss unbedingt bei Galdus Deals gehen, denn anscheinend gibt es echt viele Dinge, die man von Viechern stehlen kann. Oder zweiten. Oder ist mir einfach beides so. Und die Spannung steigt weiter. Ah. Also wenn Gaido dran ist, erstmal swipe. Ja, meint, ich weiß gar nicht, ob die so lange überleben. Also, hat nichts. Hätte mich auch gewundert, hätte ein Hai irgendwas bei sich. To be honest. Ah, ich realisiere gerade Dinge, ne? Wo ich vorher noch nicht nachgedacht habe, oder? Bestimmt nicht. Ah.
bin ein Naturtalent. Ein großes, großes Naturtalent. Uff. Uff, 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 uff. Uff, uff. Uff, 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 uff. Hat niemand gesehen, hat niemand gehört. Psch. Oh Gott, da muss ich wieder in die Ecke dahin. Ah! Hallo? Hallo? Zweimal hintereinander. Das Hintergriffvieh habe ich vorher noch nicht angegriffen. So. Uff. Oh, Sharp Beak. So, tschüss oder nicht tschüss. Du hast nichts, okay. Dann haben wir das geklärt und ich kann jetzt Leute umbringen. Das war schon wieder so dämlich von mir. Ich hätte eigentlich so wieder Kram verlieren können. Da lang. Also nur noch zwei Windstones, guys. Dann hätte ich das. Ich würde jetzt gerne sagen Backtracking, aber... Es ist ja an sich ja kein Backtracking so, sondern es ist einfach nur, oh, RNG, please, gimme. Gimme that. Need that RNG. Guten Abend, Kilion. Aber ich spiele doch gerade gar keine Beat'em-ups. Ist es hier? Hier. Ma. Haha. Schon vorbeigesneakt. Überhaupt nicht knapp oder so, wie ich da gerade durch die Gegend laufe. Ha. Act as a Party. Ich war jetzt erst mit Fang eine Stunde Party wieder. Das kommt nicht ganz hin. Nochmal Winston. Nice. Und ein Ambush. Entweder ich habe gerade den falschen Kontext, was du damit meinst. Oder... Kram. Und jetzt fehlt's Batman mich nicht. Klär mich dann doch, wenn er aus. Also. Ah. Wie rotte ich die jetzt am besten aus? Du musst nach da. Uff, das ist so ewig her bei mir. Irgendwo im Hintergrund existiert das bestimmt noch bei mir im Kopf, aber
Bezogen auf irgendwo. Und hi, Kermit. Und das irgendwo könnte überall irgendwo sein. Und ich weiß nicht, welches irgendwo es ist. Das tötet ihn nicht mal. Tu mir das doch nicht an. So, Miss. Schade. So. Mehr Stats für sie. Noch ein Winstone. Und der wird mir jetzt instant gedroppt. Come on. I believe in you, game. Oh. 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 Es war nur Copper und Iron Ore. Warum tun die einen sowas an? So als hätte er nichts anderes zu tun. Außer in ein Level reinzugehen, wieder rauszugehen. Disappointed zu werden. Wieder rausgehen, reingehen, nochmal enttäuscht werden. Oh. Ah! Ich habe zu spät A gedrückt. Wie der einfach sich erstmal schützt. Ich meine, so komme ich wenigstens mit ein paar Leveln noch hinterher, damit ich beim nächsten Bossfight trotzdem noch... Jetzt kriege ich einfach zwei Windstones, wo ich nur noch einen gebraucht hätte. Was das? Sabotage! Ah. Warum? Wie kann mir ein Spiel sowas nur antun? Das ist... lächerlich. So. After 1000 Streams gefühlt, kann ich diese Mission endlich abgeben. Rang C. Gucken wir mal, was ich direkt so abgeben kann. Das nicht. Return Wings. Da sind doch welche. Eine Freebie. Da hätte ich doch noch. Ich weiß gar noch nicht mal, wo Underlings von Thornet sind. Das muss ich unbedingt. Aber erstmal dann die Mission abgeben. Wunderschöner Sound jedes Mal, ne? Oh. Mm-hmm.
Da muss ich dann wenn noch mal gucken, wo man die Droppen gedroppt kriegt. Aber das mit den Zavaza Plains sollte ich tun können. Erstmal dann wieder gucken, wo das mit Change Enemies ist. Damit zu den Zavaza Plains. Denn, genau. Dadurch spawnen erstmal die Spring Pixies und so. Oh. Ich mache Progress. Uff. Du bist keine Spring Pixie. Oder hoffe ich gerade nur, dass ich die so erst encounter und die werden hier nie auftauchen, so? Gucken wir doch mal nach. Hier ist nichts. Wie war denn die Woche heute für euch so? Mit den Streams davor? Oder der Hitze davor? Und, allgemein euer Tag? Während ich hier weiter verzweifelt nach dem Objekt meiner Begierde suche und... Bist du jetzt Sommer? Ihr seid nur Pixel. Wie kannst du mir das antun? Warum ist die Sommerfee so weiß und blau, wie Winter aussehen würde? Like what? I'm confused. Verdammt. Ey. Das ist mein Spell. Ich find's ja gut, wie der Weak steht und er null Damage kriegt. Like what? Aber die Gegner sind halten mehr aus. Definitiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir hier die, Uff. War ja beinahe zu viel Damage. Spring Wings oder was auch immer, Spring Feathers kriegen. Können. Tun. Keine Ahnung. What? Allein, dass sie einen Physical Angriff haben, der einfach Touch heißt, ne? Ein Touch. Touch und Shine, das sind ganz gefährliche Angriffe. Mann! Ach. Uff. I failed. So. Ma. Noch ein Versuch und dann versuche ich es einfach mit Stil. Und dann wird das einfach was. Das wäre voll lustig. Einfach puff. Weiß nicht, vielleicht brichst du dir dann ja aus Versehen sogar noch Knochen. Wie? Was? Ich benutze das, was die niedrigere Wahrscheinlichkeit hat zu treffen. Und es funktioniert. So als hätte ich es nicht erwartet. God damn it. Du siehst mir nach Spring aus.
Autumn. Spring. Bringe ich erstmal die Spring um. Die hält ja viel weniger aus als Sommer. Holy. Dann bringe ich erstmal die um. Und währenddessen misse ich weiter an der. Nee, First Try. Ich muss mal gucken, ob ich einfach zweimal hintereinander so versuchen kann und dann trotzdem noch was kriege. Weil dann ziehe ich einfach alle von ihr ab. Galdo hat ja aber anscheinend nichts an Resistance. Weil ich meine, wenn... Overkill! Wenn er 22 frisst mit Resistance. Okay, nein, man kann nur einmal was von den klauen. Spring hält ja anscheinend auch noch weniger aus. Oh. Ich benutze gleich einfach wieder Stil. Oder vielleicht hat die auch einfach nichts. Nee, kann nicht sein. So. Oh, dann ist Feather. Und wer weiß, wann man die braucht. Also man kann durchs Töten dort auch nochmal Kram kriegen. Ich hätte meine, die Drop-Dinger mitnehmen sollen. Ah. Aber ich habe das Schwert jetzt nicht mitgenommen. Ach, gehen wir einfach raus und dann, rammen wir das, das hier auch noch rein. Und zwar... Ah, Elga ist gut von jemandem. Aber ich habe ein anderes Drop-Rate, genau. Ich. Nun denn. Es wird Zeit, ein paar Feen umzubringen. Das ist disappointing. Die haben nichts, okay. Ich steige mit dem Level nur noch so weiter. Jetzt kann mir Feuer ja für mich gar nichts mehr anhaben. Und die Winter Pixie hat einfach förmlich ein Weihnachtsmann-Kostüm an. Are you for real? Die hält ja gar nichts aus. Like what? Sind die einfach nur zu tanky oder was? Ah. Yeah. Tschüss. Warte, was habe ich jetzt noch angenommen an Mission? Also, zwei Autumn Pixies töten. Okay.
Und dann würde ich mal vielleicht behaupten, dass Dana und die Spring Pixies farme ich ja für mich selber. Aus eigenem Interesse. Nein. Vielleicht musst du Tamara auch einfach mal anleuchten. Mit Schein. Vielleicht passiert dann ja auch was. Uff. Ah. Aus Versehen umgebracht. Und ihr seid nur zwei Pixies. Warum tut ihr mir das an? Puff. Wahrscheinlich hierfür mittlerweile so gar keine XP förmlich. Ah. Hier? Hier. Night Blossom und. Auf dem Rückweg darf ich ja sowieso nochmal alles töten. Und das sollte dann, glaube ich, reichen. Hoffe ich mal. Oh, mit Heal und Orikalkum. Jo. Jo. Die, die ich nicht brauche, bringe ich einfach direkt um. Und die, die dann noch leben, die versuche ich halt auch noch zu stehlen. Jemand echt keinen Damage außer Galdo. Warum hat die einen Kürbis als Stab? What happened? So. Uff, die falsche sogar angeritten. Da bin ich aber auch selber schuld. Wie viele Springfeathers ich wohl mittlerweile habe? Vor allem wird so im Gesicht geschlagen. Immer noch glücklich, selbst wenn es innerlich stirbt vor Schmerz oder so. Vielleicht sind das doch alles Masochisten. Ich weiß es nicht. Nein! Ich habe gerade beinahe mein Ziel umgebracht. Er nimmt halt von nichts Damage. Aber er. Und er hat Resist. Gott, seine Resistenzen müssen ja dreckig sein. Ja, lass ich so. Ja, finally.
Und hier so First Strike, ich glaube auch. Ach. Und dann kriege ich nicht mehr was gedroppt. Meh. Wie viele Spring Feathers habe ich nun mittlerweile? Da hinten ist wahrscheinlich nichts zum Töten in irgendeiner Weise. Nein. Ah. Nun dann ein sportlicher Lauf zurück. Wie hat mich das noch getroffen? Hey! So. Ich will die alle auf einmal ausrotten, oder? Oder drei. Wahrscheinlich töte ich die nur knapp. Alle. Jo. Aber trotzdem schöner Damage. Dann haben wir beinahe unsere Sidequest-Quest abgeschlossen. Oder? Dann reicht mir das erstmal so direkt für den Moment. Denn. Ah, sind Sidequests langweilig. Manchmal. Je nach Game. Aber es ist ja all for the rewards, right? All for the rewards. Kriegt sogar hier relativ viel WP. 12 WP von dem Vieh. Dich nehme ich noch mit. Oh, hier ist gar keine Winter Pixie bei. Und zwei Spring Pixies. Wow. Mehr Damage für mich. Ah, und jetzt fängt das wieder an. Ich werde nichts hitten. Und er nimmt sogar noch Damage. Ich glaube, er stirbt vorher einfach noch oder ihm geht das Mana aus. Alter. So alle so beinahe Full Life und dann kommt Galdo. Ey, ich bin hier am Schnären. Er stirbt einfach vorher. Ist ja voll dämlich. Wenn du daran jetzt noch krepiert vorher. Während die anderen halt so meistens null Damage kriegen. Yeah! Da hat er jetzt von gar keinen Damage gekriegt. Davon hat er jetzt... Yeah! Instant. Dann haben wir es jetzt finally geschafft.
Er ist sogar beinahe gestorben. So. Adieu. And we did it. Und damit haben wir mittlerweile auch wieder mehr Gold. Damit kann ich mir das holen. War da noch was? Ich habe Masters Dogi für die beiden, ne? Hole ich mir einfach später noch zwei Full Plates oder warum haben die hier nichts, was so krass ist wie Archmage's Ring? Ich habe nur was, was viel PDF hochsetzt. Die Steel Gauntlets oder so. Das reicht auf jeden Fall jetzt erstmal. Also dann, jetzt mal schauen, was gleich im neuen Gebiet ist. Eishaw, das. So. Und wenn wir das dazu schmeißen. Imperial Blue Dragon, Ice Dragon. Aber du willst in den Quest da Imperial Red Dragon, ne? Erstmal checken. Jo, das ist wahrscheinlich dann unter den B-Missionen. Und dafür brauche ich Ultra-Powered Circuits, die ich wahrscheinlich nur von einem Gegner kriege. Oh lol. Dass die alle so, so eine eigene Kategorie haben. Wait. Was will der jetzt da? Den Weakened Special Fiber braucht, glaube ich, eher weniger. Was sagte die? Ultra Powered Circuit habe ich halt noch nicht meinen Gegner. Bis jetzt. Interessantes Set, was ich mein Geld und so alles hab. Weil ich hab der sowas oder keine Ahnung. Muss ich mal sehen bei der nächsten, Maschinengegnern. So, das reicht jetzt aber auch erstmal so. Jetzt haben wir eine Stunde damit ungefähr verbracht. Aber es hat was gebracht. Mehr Level. Das XP-Schwert ziehe, das Change-Gegner-Schwert ziehe ich erstmal wieder raus. So, nun denn, das erste Mal richtig Text-to-Speech wieder. Alles klar, lass uns einfach dieses Monster finden und dann können wir bezahlt werden. So muss das. Mehr nicht. Wow! Amazing! Mehr Dinge zum Umbringen.
Und er misst einfach nur. Uff. Uff, 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 uff. Damage. Das wäre echt viel Damage. Ha. Ich kann gleich auch erstmal checken, ob es einfach ja. Einfach später, nachdem ich hier durch bin, einfach mal checken, wer von den Gegnern denn jetzt hier was. Top. Oh. Verdammt, ich hab den falschen angegriffen. Delete einfach meine kompletten HP. I get it. Hallo Vogel. Er macht so viel Damage, das Scheißding. Es macht mich einfach einmal so kaputt. Einmal bzzz. Oh, guck mal, ich habe eure ganzen Party massig Schaden gemacht. What you gonna do? So. Erst mal mich selber mehr heilen. So. Genau. Jetzt werden die nur die abgelasert. Verdammt. Ultra Power Circuit. Apropos, wie steht's mit dem WP jetzt? Yeah. Oh, Full Cure. Wo ist jetzt das Ding? Hier. Ein paar. Du siehst cool aus. Holy Spook. Fancy Guy. So. Die Lage läuft ganz gut, würde ich behaupten. Ich hatte bis vorhin irgendwie Sidequests gemacht. Haben dann jetzt nochmal was bei den Sidequests erreicht. Und struggle jetzt weiter mal in der Story. Dachte ich mir jetzt so. Und das tue ich jetzt gerade auch. Und sehe diese neuen Charakter und denke nur, wow. Oder halt, neuen Gegner.
zum Beispiel den Iceman oder auch den Clown mit Schneeflocke auf dem Rücken. Je nachdem, wie du ihn bezeichnen willst. Er hat nicht mal was. Was ist das? So, und währenddessen verwandelt er sich auch noch, damit jeder dem, Mann, Kermit. Der hat einfach weniger sogar gebracht. Er ist Level 31. Stimmt ja, da war ja der leichtere Unterschied da zwischen denen. Ich habe mittlerweile das Spiel schon um 25 Stunden gespielt. Uff. Wo muss ich denn lang? Uff. Hier gibt es ja zwei Wege, das ist Variety. Lauf ich richtig? Ich lauf richtig. Oh Gott! Ich spüre Mord und Totschlag. Denn diese Dinger machen Schaden. So. Ach so, ich so glaube ich nur scratched Arme von ihm. Ei. Ach, wenn du stirbst, ist nicht mein Problem. Vielleicht doch ein bisschen. Würde ich jetzt nicht behaupten. Nee, du stirbst hier nicht, Galdo. Not today. Es ist so viel Damage. Also, zwischen Kingdom Hearts und dem hier sehe ich schon größere Unterschiede. So, jetzt ist die Harpy auch auf Stufe 10. Was hat Harpy zuletzt jetzt bekommen? Erstmal. I understand. Ja, da habe ich einfach noch kein zu wissen. Genau! Genau! Sieh da! Genau! Wenn du so freundlich wirst. Dich umgehe ich mal absichtlich.
Und ich wollte jetzt gucken bei den Maschinengegnern jetzt, ob der jetzt beides geben kann oder nicht. Nee, der kann wirklich nur Stretched Armor so geklaut werden. Okay, dann muss ich die ja töten einfach nur. Das kriege ich hin. Ich würde so gern Bärchen wieder mit ins Team nehmen, ne? Aber warum ist die Range von dem Ding so fett? Also, hier den tollen Charakter, den Kermit nicht mag. Aber den ich voll lustig finde. Wenn der erst mittlerweile so underlevelt, dann man halt bis hierhin so hinkommt. Aber nice, das Geile jetzt auch Post-Battle HP kriegt dann. Das heißt, ihn muss ich seltener heilen. Naja. Seltener. So wie man sieht, was? Ah, und dann kriege ich nur Stretched Armor von denen. So muss das. Auch Post-Battle HP, das ist nice. Laufe ich richtig? Nein. So, jetzt würde ich richtig laufen, was? Gott. So, erstmal, verdammt, ich hätte, glaube ich, in Mana Crystals aufstocken sollen. Oder? Ah, geht sogar. Noch. Denke ich. Ich wollte gerade sagen, als ob ich jetzt mehrmals hintereinander so misst. Das wäre echt schade. Immer mehr Lightning Protection. Nein, Eisclown. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben in diesem Moment. So, mit dir will ich was zu tun haben. Hätte ich vorher heilen sollen? Es ist ein Einzelner, ich hätte nicht heilen sollen. Ich habe auch nicht geheilt, zum Glück. Schön Abstand halten. Yeah! Immer schön. Wie krass ist denn Post-Battle HP? Plus 2000. Einmal basically um die Hälfte heilen. Ist ja nichts. Hallo Panda-Bär. Ich meine, das ist ja schon so krass, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, like, holy. Komm, du Papa.
Bist du bitte alleine? Nein. Der Eisbär ist nicht alleine. Oh, ich bin der Evelyn Schmaster. Wunderschöne Steam Achievements. Oh. Oder? War ja deswegen, ne? Genau, Firm 100 Avalanche Attacks. Davon habe ich mittlerweile 100 gemacht. Warte, ich habe jetzt erst 100 gemacht. Sie hätte ich auch verwandeln können. Aber ich tue es natürlich nicht. Ah. So als wäre ich schlau, aber... ist nicht drin. Ich habe mittlerweile Angst, so wenn wir dem Bossfight näher kommen. Ob der mich wohl auch schon wieder so abschlachtet wie der letzte in der Bank. Yeah. Eine große Bank. So, vorher voll heilen. Und dann noch. Genau, so. Speichern und dann lass uns abgeschlachtet werden, würde ich mal behaupten. Aber vor. Oder so. Hey Leute, fühlt es sich nicht so an, als würde hier gleich ein Bossfight geschehen? Mann, es gefriert hier. Ich könnte wirklich noch eine Erkältung kriegen. Wir müssen wieder die Wollwäsche anziehen. Ich habe mich versichert, dass ich meine trage. Dank Bahos Schneiderkünste sind sie sogar lang genug, um sogar meinen Bauch abzudecken. Es war kein Problem, ich musste dich sowieso dran erinnern, Unterwäsche zu tragen. Ich bin so neidisch. Ich wünschte, Baus wäre meine Feenperson. Dann hätte ich jemand, der sich um mich sorgt. Entschuldigung, weißt du überhaupt, wie hart ich arbeite, um dich zu sichern? Ist jetzt ja in keinster Weise nervös. In der Tat, ihr müsst nicht vergessen, dass wir in feindlichem Gebiet momentan sind. Da habt ihr recht, das ist Feindgebiet und bald wird das euer Grab sein. Sie hat einen interessanten Soundtrack. Sie ist eine von Dorfers vier himmlischen Zahlen. Sie hat uns erwartet. Mann, ihr seid hartnäckig. Ich wusste ja, Leute lieben mich einfach nur, aber es ist langsam ziemlich nervig. Du Bastard, Lady Marianne würde sich nie zu einem komischen Typen wie dich angezogen fühlen. Wir haben unsere wertvolle Zeit dafür genutzt, für Gerüchte zu verteilen über Monster, was hier warten würde. Und es hat total funktioniert. Ah, das heißt... Lola wurde von euch ausgetrickst mit euren falschen Informationen, hä? Was ein Idiot. Erinnere mich daran, das Geld von ihr zurückzuverlangen. Sie hat zwei?
Lady Marianne, jetzt verschwendet nicht eure Zeit, mit diesen Idioten zu gehen. Lasst es uns melden, wenn sie umbringen. Präzise, da gibt's... Es gibt keine Gründe für unnötige Fragen zu stellen. Die Bestrafung, wenn man Dorfer nicht beachtet, ist der Tod. Wenn du das willst, müsste ich tun. Da gibt's keinen anderen Weg. Ach, wir hatten schon mal. Stimmt. Ich erinnere mich. Aber hatte sie letztes Mal auch diese Musik? Denn ich glaube nicht. Uff. Ich bin mir hundertprozentig sicher, sie hatte diese Musik zuletzt nicht. So, tschüss. Damit wäre das der Ed tot und das Gestompe auf dem Boss kann beginnen. Komm her. Das nicht cool. Galdo out. Erstmal so platzen lassen förmlich. Aber okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es fängt schon wieder so an. Wie stark, wenn das so weitergeht. Was machen die hier? Miss Marianne. Hört auf, Miss Marianne zu ärgern. Wer zum Teufel sind diese Kinder? Miss Marianne? Kinder, so schön, dass ihr uns dazugekommen seid. Bleib, wo du bist und tu genau, was ich sage, oder diese Kinder werden sterben. Miss Marianne, was tun sie? Ich habe nicht erwartet, dass diese Bratzen so hilfreich sein könnten. Sie zu unterrichten hat wohl ihre Vorteile, Lady Marianne. Ich habe gehört, dass die Dorfer Corporation Waisenhäuser betreibt als eine Charity-Aktion für Wie es aussieht, war das nur alles eine Deckung, um den wahren Charakter der Firma zu verstecken. Du dreckige Ratte, lass sie los. Lass sie gehen. Das werde ich, wenn ihr mir all eure Furies gibt, die ihr gesammelt habt. Behalt euch Lauf. Gut gemacht, Tiara. Meine Trumpfkarte. Sage ich so einfach. Verrecken! Lady Marianne, lauft einfach und lass mich das hier handeln. Willst du wirklich uns alle hier mit dir selbst aufzunehmen? Er ist loyal, das gebe ich ihm. Wow. Dorfer hat mich gefeuert, weil ich kein Fenster werden konnte, aber Lady Marianne hat mich persönlich rekrutiert. Ich gebe gerne mein Leben für sie. Du bist unglaublich dämlich, wenn du für diese Frau sterben willst. Ich
Ich fühle mich noch nicht mehr wie ein Idiot, wenn ich dich bluten lasse. Verschwind hier einfach, ich möchte dein Gesicht nicht wieder sehen. Immer diese Leute, die durchdrehen. Nee, die Marianne? Worüber lachst du denn? Es ist nicht lustig, Lady Marianne. Diese Leute sind ja noch dümmer als eine Tasche voller Steine. Genau, wie lange wollt ihr mich eigentlich noch hier verarschen? Ich bin einer von Dorfers vier himmlischen Zaren. Ein Bauer wie Sagi hat nichts damit zu tun, in meiner Stadt meiner zu sterben. Mein Leben ist nicht so billig. Lady Marianne. Nun denn, lass uns kämpfen. Das wird nie fallen, bis einer von uns gestorben ist. Lady Marianne, ich werde sie bis in die Tiefen der Hölle begleiten. Meine Idioten und insamt. Verdammt, wir müssen kämpfen. Da gibt es keine andere Option. Wie mies das eigentlich ist, ne? Man fängt einen Fight an und dann... Hey, da müssen wir noch Plot reinschmeißen und wir sind wieder voll leid. Wie kann man sowas einfach nur machen? So. Sowas nicht illegal. Oh. Und ist er jetzt einfach noch mal stärker? Nee. Das ist nicht cool. Heile mich selber, ich heile mich selber. Ah. God damn it. Nun denn. Wenn es hier nur Galdo, der damit frisst, heil ich erstmal sie. Genau so positionieren und ja. Kann ja basically die Leiste die lieben. Oh. Soll ich vielleicht einfach mal. Ja. Oh yeah. Mann. Das tat weh. So, und jetzt Damage. Yeah! Serious face. Es macht so viel Damage. Oh. Ich komme gar nicht mit meinem Heal ran, ne? Ne. Ich kann mich nur näher an ihm positionieren.
Uff. So, jetzt aber ihn heilen. Genau so. Nun denn, adieu. Serious Face. Zwölftausend X. Meiner ist schon bei 5000 HP. Das wird ja immer besser hier. Und er hat jetzt schon 1018 SP, die er alle verschwenden kann. Alle kriegen einfach ein Level Up. Ja, basically alle. Holy. Sagi, du... Ja, die Marianne, bitte lauft. Ich flehe sie an. Es ist unter ihrer Würde, in einem Ort wie diesem zu sterben. Ich bereue nichts. Ich bin froh mit, dass ich mit dir bis zum Ende bleiben konnte und RIP. Wie beschämt, gerettet zu werden bei diesem schwächlichen Sage und gezwungen zu sein, dein Leben in Scham zu führen. Ich werde es nicht vergessen, ich werde euch diese Schandtat nicht vergeben, ich werde euch alle selbst umbringen. Ich kann euch glauben, sie geht über jemanden, sie geht über so jemanden, der gerade für ihr, sie gestorben ist. Was zur Hölle ist mit dir falsch? Sage, du Idiot, du hättest, nie dein Leben für sie aufgeben sollen. Ein Krieger muss immer bereit sein, sein Leben für einen Grund zu geben. Ich kann diesen Jungen allzu gut verstehen, warum er das getan hat. Nicht jeder lebt dein Leben so wie du, Fang. Du solltest versuchen zu verstehen, wie er es gefühlt hat. Also soll das Schicksal gewesen sein? Das ist, Schwachsinn. Egal, bleiben. Das ist Schwachsinn. Ich verweigere mich, das zu verstehen. Meinst du das wirklich ernst? Tiara? Jeder wird von seiner eigenen persönlichen Würde belastet, egal wie sehr ihr es versucht. Manche Bürden können einfach nicht bei Willenskraft alleine gehoben werden. Das ist der Grund, warum dieser Mann sein Leben für sie geopfert hat. Tiara. Es tut mir leid, ich fühle mich gerade ein bisschen zu emotional. Lass uns beeilen und diesen Ort verlassen. Da ist kein weiterer Grund, hier weiter zu bleiben. Ja, lass uns zurückgehen. Okay, dieser Ort ist gefährlich. Ich werde euch auf dem Weg zurück beschützen. Ich kann nicht glauben, dass Miss Marianne das uns angetan hat.
Da müsste irgendein Fehler vorliegen. Miss Marianne ist sehr nett. Sie würde niemals versuchen, uns weh zu tun. Ja, du hast recht, Miss Marianne. Ja. Was ist? Ich dachte, ich hörte Miss Mariannes Harfe. Es ist nur der Wind. Dann erstmal. Hey, was machst du hier in der mitten in der Nacht? Du wirst dich noch erkälten. Wofür betest du denn hier? Ist da nichts, das du mich fragen willst? Als Sherman uns angegriffen hat, er hatte mich aus einem guten Grund angegriffen. Nun, du solltest dir keine Sorgen darum machen, um diesen Bastard sowieso machen. Was auch immer der Grund ist, ich bin sicher, es ist das Missverständnis. Oder dachtest du, er greift dich an wegen deinem Aussehen oder so, denn das ist echt mies von dir? Wayne? Keine Ahnung. Ich weiß, warum Sherman mich angegriffen hat. Ich hätte es dir schon früher erzählen sollen. Wovon redest du? Ich bin ein Abkomme des bösen Gottes. Nun, das ist komisch. Ich tue mal so, als hätte ich diesen schlechten Witz nicht gehört. Nein, es ist wahr. Wenn ich weiterlebe, könnte der böse Gott in einem meiner zukünftigen Kindern wiedergeboren werden. Oder sogar schlimmer, ist es möglich, dass der böse Gott in meinem Körper wiederbelebt werden kann? Woher weißt du das? Meine Mutter hat es mir erzählt. Sie hat mich allein großgezogen. Meine Mutter war eine sehr nette Person. Aber sie hat mir nie über ihre Vergangenheit erzählt, noch nicht mal, warum sie meinen Vater verlassen hat. Aber eines Tages hatte ich einen Traum. In ihm wurde der böse Gott gerade besiegt von der Göttin und er hat sich bemüht, wiedergeboren zu werden. Dann hat der böse Gott direkt zu mir gesprochen. Er hat mich darum gebeten, das Siegel auf ihm zu brechen. Wenn ich meine Mutter über diesen Traum erzählt hatte, wurde sie blass und erzählte mir die Wahrheit über meinen Geburtsort, meinem Vater und meinem Stamm. Deinem Stamm? Mein Stamm sind die Abgekommenen des bösen Gottes. Für Generationen haben sie geplant, seine Kraft zu nutzen, um die Welt zu erobern. Das ist eine unglückliche Familiengeschichte. Ja, meine Mutter hat davon gelernt, kurz nachdem sie meinen Vater geheilt hat. Sie hat ihn verlassen, weil ich immer noch in ihr drin war. Als meine Mutter
krank wurde, hat sie sich entschuldigt bei mir, falls wir ein Sterbebett mit Tränen in ihren Augen. Sie sagte, es tut mir leid, dass ich dich geboren habe mit so einer schrecklichen Würde. Ich habe Gerüchte gehört, dass andere Abgekommene des bösen Gottes, so ähnlich wie mein Stamm, über die ganze Welt verteilt sind. Diese Leute möchten die Kraft des bösen Gottes benutzen, um die Welt zu erobern und die so zu formen, wie sie es wollen. Dasselbe Blut, das durch deren Venen fließt, fließt auch in mir. Also, was willst du tun? Es interessiert mich nichts über den bösen Gott, deinem Stamm oder dein Blut. Nichts davon spielt eine Rolle. Spielt für mich eine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, was du machen willst. Wenn Dorfer mich für mein Blut haben will, wäre es vielleicht fürs Beste, wenn für alle, wenn ich einfach sterben würde. Du Idiot, was würde Sterben erreichen? Du hast uns getroffen, aus, weil du leben solltest. Aber wenn der böse Gott wiedergeht, ist, wird die Welt... Ich werde das nicht passieren, Hafen. Ich werde ihn einfach zusammenschlagen, wie es gar nicht geht, wenn er es versucht. Der böse Gott spielt keine Rolle, die Göttin spielt keine Rolle. Das Leben ist das Leben und ich werde deins beschützen, egal was auch immer passiert. Du bist echt so ein... Nun, da das gekehrt ist, kannst du aufhören, die Sorgen zu machen und über dummen Kram. Alles, was du tun musst, ist leise sein und mir folgen. Komm schon, lass uns nach Hause gehen. Du wirst wirklich noch eine Erkältung, wenn du hier noch länger bleibst. Ach, da fehlt's. Erin? Stört sich, wenn ich zu dir komme. Ich werde auch deinen Rücken waschen. Irgendwas sagt mir, dass wir dieses Bild schon mal hatten. Oh, deine Haut ist so hübsch. Sie leuchtet wie eine Perle und deine Brüste sind auch die perfekte Größe und Form. Hör auf, mich da anzufassen. Und es ist doch schön, wenn man eine qualitative Zeit mit uns Mädchen hat. Ja. Wow, das Bild hat sich gegeben. Warte einen Moment. Es ist ziemlich komisch, dass du mich so ganz Zeit anbetest. Du musst meine Konversation mit Fang gehört haben und kamst her, um mich zu trösten? Ach, erwischt. Pass auf deine eigenen Dinge auf und ich bin nicht so traurig, dass du mich dafür trösten müsstest. Was?
Es ist flachbrüstig, bist das dein Ernst? Meine Brüste sind viel größer als deine. Das ist so Quality Plot. Oh, schauen wir gerade auf dieselbe Brust. Meine sind natürlich dreifach so groß wie deine, wenn nicht sogar größer. Meine sind größer. Nein, meine sind größer. Was ist das? Aaron, kannst du mir etwas versprechen? Alles. Ist halt so, Stefan. Wenn aus irgendeinem Grund das Blut des bösen Gottes anfängt, sich in mir zu rühren. Was? Bitte bring mich um. Wovon sprichst du? Wenn du wirklich so schlimm sterben willst, dann bring dich jetzt um. Genau hier. Wenn du das nicht tun kannst, dann lebe. Lebe und kämpf. Du bist die einzige Person, die das Blut des bösen Gottes in dir bekämpfen kann. What? What? Uff. Okay. Und so einfach. Du hast recht. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Es ist halt so. Wow! Ist okay, hör einfach nur auf, über das Sterben zu sprechen, alles klar? Ja, ich versteh's. Alles klar, es ist Badezeit. Ich möchte nicht das sehen. RIP. All the fields und dann. Erstmal das kaputt machen. Denkst du nicht auch, Lola sollte jetzt wissen, wo der Face Drop zu finden ist? Ja, du hast recht. Sie schuldet uns definitiv. Schön und ziemlich tief was dafür, dass du uns schlechte Informationen verkauft hast. Lass uns sehen, ob sie uns einen Deal maßschneidert. Tut mir leid, ich habe bis jetzt keine weiteren Informationen über den Faith Drop bekommen. Was? Ich dachte, du machst deinen Job? Existiert dieser Faith Drop überhaupt? Wenn es so tut, dann müsste ich ja darüber etwas hören. Aber ich habe andere interessante Informationen. Eine Geldbelohnung gibt es, wenn für den, der dieses Monster um. Nein, das ist okay. Ich komme einfach später wieder. Ma! Danke, Ramwal, für den Host. Mann, wir stecken echt in der Patsche. Wenn Loda noch nicht mal weiß, wo es ist, wüsste ich nicht, wo wir es sonst finden sollen. Ich denke, Aarons Erinnerungen sind die einzige Spur, die wir haben. Aber meine Erinnerungen sind immer noch so stückelhaft. Das ist, warum du einfach nur dein Bestes geben musst und versuchen, dich zu erinnern.
Es ist nicht so einfach, weißt du? Fang, um ein Wort bitte. Warum versuchst du nicht einfach zu dem invertierten Turm zu gehen, und um zu sehen, ob da der Faith Drop versteckt ist? Der verdrehte Turm? Ja, der unterirdische Turm und der invertierte Turm waren sollten von angeblich von einer Zivilisation vor Ewigkeiten bei einer weisen und antiken Zivilisation geschaffen worden sein. Es ist theorisiert, dass das Wissen dieser Zivilisation direkt von der Göttin kam. Was bedeutet, dass beide Strukturen als Schrein fungiert haben, wo sie die Göttin anbeten würden? Alles klar, also wenn wir für einen Schatz suchen, der mit der Göttin in Verbindung steht, sind die Wahrscheinlichkeit an diesem Ort ziemlich hoch, hä? Diese Kombination fühlt sich komischerweise ziemlich familiär an. Du hast recht, bevor wir in die Vergangenheit zurückgereist sind, habe ich ja ein paar meiner Erinnerungen zurückbekommen beim Subterran-Turm. Genau, das ist es. Also müssen wir diesmal nur zu dem invertierten Turm gehen. Lass uns losgehen. Okay. So, instant. Können wir hier noch weiter? Das haben wir noch nicht mehr, denn ich würde mal behaupten, dass wir nicht jetzt nochmal irgendwas Spezifisches anfangen, dass ich dann hier einfach nur... Uff! Diese Stingles. Wir sollen ja einfach hier die Stage im Turm noch machen. Sidequests und Kram. Denn ich wüsste nicht, was wir sonst tun sollten. Null Damage. So, der erste Gegner wird damit weg. Ich sollte einfach wieder Ferrize benutzen, ne? Regt er schon leicht auf, so. Aber das wurde jetzt gegen Ende schon echt plot-heavy. So ein Boss geklatscht und plot. I just didn't stop. Galdo ist währenddessen einfach nur useless. Ja,
So, damit ich dich noch schneller delete. Oh ja. Oh boy. Er ist sogar auch mal raus. Das hätte sich dann auch erledigt. Oh. Wait. Jo. Hey. Ich bezweifle, dass bei denen Feuerangriffe effektiv sind. Nein, ich greife den Falschen einfach an. Ein Damage, drei Damage. Boy. Die Frage ist jetzt, bin ich hier überlevelt? Oder unterlevelt. Denn wenn ich angeblich nicht unterlevelt sein soll, dann läuft hier was falsch, denn so viel wie die aushalten, like holy. Ich meine jetzt also. Damage tun die ja basically gar keinen. Da kann ich ja durchspazieren förmlich. Und es juckt mich kein Stück. Aber Damage weiß ich halt gar keinen. Und der eine Boss, wenn ich dafür überlevelt angeblich war, dann was hätte ich gemacht, wäre ich normal gelevelt. Oh. Ich komme da gar nicht dran. Ah. Oh, da hätte ich doch perfekt Serious Face aktivieren können. Aber nein, so schlau bin ich nicht. Warum greift Ma? Ein Zug weniger, den ich abwarte. Hey, Fang hat sich recovered von der Scheiße. RIP. Serious Face mal trotzdem an. Damage kann ich auch so austeilen. Dafür müsst ihr nicht unbedingt in der Form drin sein. Uff.
Nice. Leide. Damit hätten sie sich das auch erledigt. Und Pippin habe ich sogar Ben auf... Nee, ihn habe ich ja jetzt... Oh Gott, wir können sogar noch weiter. Und nur ein Devilkin ist. Kriegen wir das noch hin in den 2 Minuten? Es sind 3 Devilkin. God damn. Ja, das kriegen wir hin in der Zeit. Warum hat er einen Angriff, der einfach Physical Damage heißt? Like what? Ist ja beinahe genauso gut wie Touch. Nur dass Touch cooler ist. Ich habe, by the way, nie das Upgrade bis jetzt gemacht. Null Damage. Jetzt hätte ich mich verwandeln können mittlerweile. Aber natürlich tue ich das nicht, so als wäre ich dafür gerade fähig. Weiter diese Null Damage. Aber das andere Problem ist, dass ich bald aus der Form aus bin, deswegen... Jetzt nicht mehr. Dann erschieße ich mich mal auch mal. Whee. So. Es hagelt Damage. Und ich habe dafür ein fancy Head sogar bekommen. Können sogar... Nee, weiter können wir erstmal nicht mehr. Und währenddessen ist das DLC so, boah. Requirement Level 700, 700, 640, 560, 480, 400, 250, 150, 120, 95. Für die bin ich sogar zu schwach. Und dafür gibt es ein Piece of Flagstone. Aber 10.000 Gold. Auf der höchsten jetzt kriege ich 3.800. Wow. Makes a slight difference. Haben wir slight nicht. Ja, würde ich mal behaupten, speichere ich. Und wechsel unauffällig hier rüber. Wow. Wie bin ich hier aufgetaucht und würde dann sogar sagen, dass wir oder dass ich wieder für heute Schluss mache und noch andere Dinge in meinem Leben tue. Real Life. Lustige Sache das. Aber wir haben ja ein bisschen Plot und ein bisschen Sidequest und wir waren in Sidequest sogar erfolgreich und haben nicht ewig gebraucht, um die Windstones zu finden. Ich fühle mich immer noch voll getrollt, dass ich beim letzten Mal dann 2 Windstones kriege und dann 6 hatte, statt die gebrauchten 5. Ich hätte diese 2 gerne 1 oder 2 Läufe früher bekommen. Wäre fancy gewesen. Sind ja jetzt dann so Quest Rang C. Können nächstes Mal Dingsens machen. Genau, Dingsens. Kram.
Die B-Importen-Quests, dann können wir die B-Quests machen. Wow! Oh, die Spannung steigt hier! Ja, und dann würde ich mal behaupten, Chris kündigt ja schon an, morgen wieder Idle Master, dann seht ihr ihn abdancen oder in die Richtung. Hui, hui. Mal schauen, ob ich da überhaupt irgendwas in die Richtung habe. Nur Idle Master oder nur noch mehr? Ich bin da gerade. Ich höre einfach auf zu gehen. Ich kann einfach selber nachgucken. Da kann ich ja sogar nach Overlay suchen nach Promuslide. Lies, da steht noch nichts. It's all a lie. Na dann. Vielleicht finden wir ja gleich was. Moment. Nein. Nein. Haha. Hahaha. Jo, dann würde ich sagen, verschwinde ich jetzt, bevor ich noch weiter Bullshit rede und damit tauche ich dann da ab. Adieu. Man sieht sich.